So, Freunde, wir sind wieder zurück und es ist gerade was passiert. Hier ist das Lager voll. Wir haben keinen Platz mehr für Maschinenteile. Weswegen ich jetzt das Lager da oben noch ein bisschen vergrößere. Maschinenlager und Elektronikdepot. Dann können die leer räumen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das passiert. Dann geht unsere Vegetation jetzt auch noch auf 90 hoch. Dann sollten wir ganz gut dabei sein. Bald haben wir auch die künstliche Sonne noch. Die wird natürlich richtig heftig sein. Die City schaut mittlerweile auch gut brutal aus. Heimatgemeinschaft. Noch ein bisschen extra Komfort. Es beschädigt immer 10 Gebäude. Was für welche? Ach, hier hinten gleich so ein paar, die da halt immer ein bisschen schief laufen. Wir tun mal die Lager hier erhöhen. Die Produktion erhöhen. So. Dann sollte das alles klappen. Das Batterie-Backup hier ist auch massiv. Die kriegen von mir auch noch Upgrades, dann sind wir sowas von erstmal gesichert mit der doppelten fast Menge an Shuttles. Ich glaube, da muss ich mir erstmal keine Sorgen machen, dass wir zu wenig Shuttles haben. Ich weiß noch, wo ich mich gefreut habe über die ersten Shuttles. Wo die ersten Shuttles hatten. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das her ist mittlerweile. Holy shit. Fusionsselbstregelung. Das ist natürlich auch geil. Dann die Forschung wieder schauen. Und wählen die letzten zwei wirklich wichtigen Sachen noch aus. Nukleares Traumrealität. Morpheus-Projekt. Stimuliert die Entwicklung neuer Stärken bei allen erwachsenen Kolonisten. Nimm die rote Brille und du bleibst hier in Wunderland. Oder ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht. Verhaltensbelogen entfernt Schwächen durch zufällige Stärken. So. Aber langsam wird's. Komm, das schaffen wir auch noch die Folge, oder? Ja, wir sind fast durch. Fehlt nur ein bisschen Polymer noch. Ich sollte vielleicht Polymer nachbestellen, ne? Alles andere funktioniert mittlerweile auch gut, auch Maschinenteile und so Zeugs. Zu wenig Strom? What? Jetzt sieht mir gerade, dass der Strom ausgeht. Oh ja, der Strom wird echt knapp. Ich würde gerne. We have a delivery on the space elevator. Ein Stromkabel so legen. Elf Gebäude funktionieren nicht. Weil Strom gerade so ein bisschen Mangelware ist. Holy shit, das ist ja echt uncool. Wir bauen hier nochmal eine zweite Reihe hin. Da fehlen ein bisschen Teile, okay. So, okay, die werden jetzt geupgradet.
wieder ein bisschen den Abstand ein bisschen höher. Ja, der ist relativ niedrig alles. Wir müssen da endlich dann die Gebäude starten für. So. Kommen wir schon. We have a delivery on the space elevator. Gut, das ist perfekt. Ich werde jetzt hier ein bisschen Terraform noch. Wie war das mit Größe verändern RT? Das war's jetzt schon. Boah, das hätte ich auch gekonnt. So, den wollen wir auch mal landen. Mit der künstlichen Sonne werden wir auf jeden Fall viel Energie noch machen. Der ist mittlerweile 125 macht er jetzt. Holy shit. Ja, ihr kriegt gleich alle Strom. Ihr baut gerade die nächste Stromversorgung. Hauptsache ist schon wieder Polymer. Das könnte ich mal hier anbieten. Ich gebe Maschinenteile her und will Polymer. Ja, nehmen wir an. Russland ist vielleicht die einzige uns freundlich gesinnte Partei noch. Mittlerweile. Noch eins. Noch ein Polymer, Leute. Let's build it. Let's build this thing. Künstliche Sonne. Zieht das Ding hoch. Zieh hoch. Auf dem Mars scheint immer die Sonne. Das Ding fährt gleich gerade hoch, oder? Kann das sein? Inspirierende Architektur. Die Moral der Kolonisten in der Kuppel mit einer Spitze ist erhöht. Ich habe drei Spitzen in einer Kuppel drin. Gespeichertes Wasser. Also jetzt gerade braucht es viel Wasser. Ist aber gut, dass wir so einen guten Puffer haben. Will sehen, was passiert. Na komm, bring's hoch. 800? There are Earth-sick colonies. Ja, alles gut jetzt. Die Sonne steht. Und ich habe vergessen, dass das Ding ja Strom auch produziert. Tausend Stromerzeugung, holy shit! Unser Stromnetz ist gesichert. A colonist has died. Ich glaube, Energieprobleme gibt es nicht mehr. So, jetzt zurück zur Polymerproduktion. Thank you.
4 Polymerfabriken. Ich denke mal, das sollte fürs Erste auch reichen. So. Was funktioniert denn an der nicht? Arbeitet nicht. Mhm. Das sind Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Ich habe viel zu viele Mitarbeiter mittlerweile. Ist doch bekloppt. Hä? Meine Forschung geht aus. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, oder? Alter, wir sind hier fast durch. Wahnsinn! Holen wir uns noch ein paar Leute vom Boden, würde ich sagen, starten. Was mir auffällt, ist, was die noch fehlt. Ah ne, wir haben hier so einen Ionheimischen aufgestellt. Die kriegen natürlich noch ein bisschen extra Luxus, weil die haben ordentlich gearbeitet für uns. Die Schule ist auch schon wieder fast voll besetzt. Soll ich noch eine Schulkuppel bauen oder was? Wo nur Schulen drin sind. Das ist ein bisschen übertrieben mittlerweile. 1,1. 1.100 Leute leben auf meiner Karte. Holy shit. Die haben so, arbeiten so viele Leute. Polymerproduktion ist auch riesig mittlerweile. Na, jetzt schlucken sie langsam wieder. Hat er nicht gesagt, er hat unterirdisch noch weitere Edelmetallvorkommen jetzt gefunden? Ist das neu? Das ist neu. Aber so wie es auch schon außerhalb der Reichweite meiner Polymer-Extraktor. Nee, ist nicht. Okay, andere Bauweise. Cool. Jetzt können wir nochmal richtig Edelmetalle extrahieren. Wer ist denn für den Bereich zuständig gerade? Wer hier? Verschmelzung abgeschlossen. Ist doch nicht normal. Wir haben alles hier drin mittlerweile. Was soll ich noch bauen? Oh, Marsbeeren wieder? Ja, das ist in Ordnung. Große Windräder, Edelmetallextraktor, Gesteinsabfallmaschine. Ja, okay. New colonists have arrived.
Sollte dann eigentlich soweit funktionieren. Ja, ist gut. There are earthsick colonists. Wie viel haben damit. Steht hier irgendwo, wie viel insgesamt fliegen? Nicht, ne? Schade. Ah, hier sind auch schon so viele Bäume. Dann bringen wir doch mal die Rakete dann hier zurück. Edelmüll-Export ist verboten, Leute. Das darf euch nicht jedes Mal passieren, dass ihr die einfach mitnehmt. Na, aber 2 Millionen. Oh. Missionen gibt es aber immer noch nicht, ne? Doch, hier, schauen. Vegetation vorbereiten. Welches ist denn was jetzt? Dragon 4, Phoenix 4. Nehmen wir die Phoenix 4. Expedition Phoenix 4 schicken. Dann fehlt uns nicht mehr viel und wir haben es geschafft. Dadurch, dass wir auch ein Lager direkt vor Ort haben, sollte es keine Schwierigkeit sein. Ah, die haben es natürlich. Oh, Leute. Okay, wir haben 244 Edelmetalle mittlerweile auf Lager, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr einfach Sachen einladen könnt. Füllt das Ding mal auf jetzt. Das ist immer unser Verladeroboter mittlerweile hier. Ja, aber es wird schon, es wird schon. A colonist has died. Je, mal wieder. There are earthsick colonists. Dann steigt denn das blöde Flugzeug ein, es fliegt zurück. Dann nicht. Und die Sonne ist auch geil. Die brennt da vor sich hin. Wir haben eine 4000er Stromerzeugung. Erklär das keinem. Schauen wir Planetenansicht, ob wir noch was finden, was uns das bringt. Was ist das? Ein City-Satellit. Gewährt Geldmittel, wiederholten Einsatz des Projektes. Das ist der Sponsorforschung. Aber nicht, dass es wirklich was bringt. Ja, schaut doch alles soweit gut aus. Die Hohenteilanlage habe ich halt mittlerweile nicht mehr wirklich im Betrieb. Ist auch mal kurz so eine Phase, wo wir Hotels gebaut haben. Aber schau dir an, wie viele Menschen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das reicht, was wir hier haben. Okay, wir haben hier unten auch nochmal einen Nahrungsplatz. Ich sollte vielleicht einfach, damit wirklich die Nahrung abgedeckt ist, ganz viele kleine noch bauen. Wo sind denn die Nahrungsplätze? Die sind hier, ne? Research complete. So. Dann hat man eindeutig genug Läden. Zieht die alle mal hoch. Traumrealität wurde auch abgeschlossen. Kann ich mir jetzt ein Träumergerät bauen oder was?
Wir setzen das Morpheus-Projektil hin. Schluckt auch wieder massiv, aber wir haben direkt Metall vor allem nebenan. Der kriegt von mir nochmal ein paar, damit die Auslastung nicht so hoch ist. Wie schaut es mit dem aus? Der kriegt einen von mir einfach dazu mal. Der kriegt auch nochmal mehr dazu. Haben die noch welchen Auftrag? Nee, haben sie nicht mehr. Produziert die Scheiße! Die Wohnungen sind bitte alle voll. Immer mehr Wohnungen hier. Was war das andere? Intelligente Anlage. Wir brauchen aber das hier. Wir haben halt original die Anlage jetzt vollgestellt, ne? Und 90% davon sind Wohnungen. Alter, hier geht's jetzt ab. Was passiert, wenn ich jetzt den Export wieder erlaube? Alter, es leckt. Das ist doch nicht deren Ernst. Neue Ausstrahlung. Ich hol trotzdem nochmal vom Weltraumlift mir noch ein bisschen elektronische Geräte, weil leisten können wir uns das alle Male. So, unsere Mission ist unterwegs. Schauen wir mal, ob noch eine Mittel aufgekreuzt ist. Das ist immer noch dieselbe. Nee, leider nichts. Auch nichts mit den Satelliten, die wir bauen können, angeblich. Alter, schau dir an, wie viel hier rumflitzt. Wie viel von den Viechern fliegen denn bei uns mittlerweile? 227? Was? Schau dir mal dieses fliegende Netz an, hier fliegt zu viel. Bald gibt's Flugverbot. Das ist so heftig, wie viel hier fliegt. Das ist einfach nicht verarbeitbar, wenn du es dir anguckst. Das ist brutal. Alter. Links, rechts kommen die Flüge rein, die das Zeug bringen. Die Lager sind auch langsam voll. Wir kommen langsam mit dem Beton ganz schön hinterher. Hier haben wir noch ein paar einzelne Lager rumliegen, wie es schaut. Ja, hier, wo wir halt aufgeräumt haben letztes Mal, ne? Und jetzt gehen wir wieder in die Legi-Session. Weil wir wissen, was in der Traumrealität passiert. Mit unserer Traumrealität. Ah, das ist... Ich weiß noch, das war unsere erste Kuppel hier vorne, das hier. Die erste, die wir gebaut hatten. Dann kam noch ein bisschen was dazu hier. Dann ging es nach hier noch raus und dann haben wir uns irgendwann nach oben erweitern angefangen, um Wasser abzupumpen. Dann kam diese ewig lange Linie für Wasser. Dann stand das kleine Paradies hier. Dich kann man mittlerweile auch außer Betrieb nehmen, ich brauche keine mehr. Hier unten stehen noch die Reste, die echt keiner mehr braucht. Außer, dass sie stören. Die sind halt auch über so ein paar kleine Reste. Das hat uns unser Netz hier gefüllt, was dann wieder geführt hat dazu, dass wir hier oben gebaut haben.
unsere Kolonie gebaut haben. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurückkommen. Dann hätten wir wirklich eine Rundtour. Na komm. Der ist auch schon fast fertig. Die elektronischen Teile sind alle da. Oder fast? Ja, jetzt sind alle da. Jetzt fehlen nur noch 20 Beton. Dann kann die Traumrealität kommen. Wegen Export 2 Millionen. Upsala. Und den Deal können wir noch machen. Die sind schon wieder aus voll. Wahnsinn. Bisschen was kommt schon, wo bleibt's denn? Wo bleibt denn der Beton jetzt? Ein Beton? Jetzt fehlt nur noch einer. Jetzt. Jetzt bau das Ding. Komm schon. Hilft ihm, hilft ihm. Kommt schon! Jawohl! Kommt! Komm! Ja, wir kommen zur Spitze langsam. Ja, komm schon! Alter, ist das ein riesiges Ding wieder. Lol. What? Was ist real? What? What? Verliehene Eigenschaften, Lebenszeit 0. Okay, das Ding schaut immer ultra heavy aus. Dann sieht man nur besser, wie es leckt teilweise. Ah. Warum funktionieren die drei Gesteinsabfallmaschinen nicht mehr? Aber wir können die mal vielleicht alle außer Betrieb nehmen, ne? Sind mittlerweile doch alle unnötig. Hauptsache, bis hier ist jetzt noch kein Baum gewachsen. Jagt das Ding in die Luft. Was ihr noch machen könntet, wäre ein See oder sowas. Was haltet ihr von einem großen See hier drin? Ihr baut den jetzt einfach fertig aus, hier kommt ein See rein. So. Nur die Gesteinsabfallanlagen, weil nichts genug produziert wird. Wahnsinn. Die sind mittlerweile unterfordert. Dass das geht, ist irgendwie schon der Wahnsinn. Aber stimmt, ich glaube, ihr habt ja keinen Lagerplatz mehr, ne? Lagerraum voll. Du kriegst den Luxus. Maschinenteileproduktion kommt, kriegt hier ein Lager hin. Nukleares Terraforming. Ich glaube, wir benötigen es nicht mehr. Nukleares Terraforming. Forschung. Wir haben nichts mehr. Doch, hier. Ah, jetzt ist noch nicht bis jetzt gemacht. Hat es einfach übersehen? Hey, sonst noch was irgendwie übersehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich sonst was übersehen hätte. Passiert eigentlich was bei 100% dann? Marsvision. Offiziell. Machen wir mal
zweites Mal. Wie schaut sie aus? Geldmittel. Pff, haben wir ordentlich. Die Ressourcen sind natürlich auch heftig. Die Gebäudemenge. Vegetation ist das Einzige, was noch fehlt. Aber es ist 91. Ups. Ja, Ressourcen haben wir halt massiv mittlerweile, ne? Gebäudefarben. Wir gehen weiß. Jetzt Transports. Ach guck mal, ich kann es ein bisschen anpassen, dass alle eine bestimmte Menge haben. Gut. Es wird schon. Hauptsache kannst du einfach sagen, okay, baut mehr. Das ist praktisch, du musst die nicht suchen gehen. Hier waren nur drei drin. Sonst haben wir alle gleichmäßig. Ja, den haben wir ausgeschaltet, großteils. Reduzieren wir mal, dann können wir nicht den einen, der gemahnt hat, erhöhen. Ich hätte gern 20 von denen noch. Baut die mal bitte. Zurück. Müsste es ja wahrscheinlich auch noch Lebenserhaltungsnetz. Ja, das sind die zwei Netze, die ich aktuell besitze. Die Grafen, Kolonisten sind stetig gestiegen, wie scheint. Arbeitslose gegen Obdachlose. Transport, Gebäude, Produktion, Wasser, Nahrung, Edelmetalle. Sieht man hier irgendwas Spannendes irgendwo? Temperatur, ne? Atmosphäre produziert haben wir fast gar nichts mehr mittlerweile. Es müsste doch irgendwo auch noch die nee, okay, gibt's nicht. Missionsprofil, hier ist es. Verfüge über 4 Biorobotik-Werkstätten. Ich habe eine von 3 aktuell. Dann habe ich die ganzen Ziele erfüllt, was? Okay. Das kriege ich doch hin. Kriege ich das jetzt am schlauesten hier hin? Was ist denn das für ein Sound? Ist das in echt? Ne, das ist in-game. Automatisches Speichern, was schon ewig braucht. Wir bauen jetzt noch die zwei Biorobotik-Werkstätten. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber wahrscheinlich werde ich einfach mal dich hier abreißen. Und die Elektronikwerkstatt hier. Dann eigentlich genug Mitarbeiter auch. Und dann gehe ich hier runter und hole mir, wo waren es jetzt wieder? Biorobotikwerkstätte. Funding received. Dann bauen wir noch die zwei Biorobotikwerkstätten jetzt. Spezialprojekt abgeschlossen. Dass wir immer noch keine weitere Mission erhalten haben, um Pflanzen anzubauen, finde ich erstaunlich. Er zieht die schnell hoch, kommt. Sollte ja schnell gehen. Resources are low. Echt? Oh, ja, schau an.
Weltraumlift. Hatten wir nicht gesagt, unter hier unter Gebäudefarbe Surviving Mars? Das ist vieles rot, so ganz verstehen tue ich es nicht. We have a delivery on the space elevator. Der Schein tut mir immer noch zu wenig Elektronikteile herstellen. Obwohl ich gedacht habe, dass wir genug haben. Jawohl, Ziel abgeschlossen. Meilenstein erreicht. Alle Sponsorenziele. Ja, wir haben alles freigeschaltet mittlerweile. Für uns gibt es eigentlich nur noch die 5% Vegetation zu schaffen. Und dann hätten wir es halt komplett geschafft. Gebäude mit Büro erschaffen, die Arbeiter erhalten einen Komfort- und Moralboost und werden für einen Werkstattmeilenstein angerechnet und verbraucht Maschinenteile. Mehr Arbeitsplätze für alle. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, was soll ich noch großartig erforschen, Leute? Ich habe hier das Recht für Geld und das Recht für Geld, aber ansonsten habe ich alles. Ich bin durch. Wir haben es geschafft. Wir haben eine gut lebende Stadt, eine gut lebende Kolonie auf dem Mars. Wir haben alles gebaut, was es an Spezialgebäuden gibt. Wir haben die Sonne, wir haben den Ausgräber, wir haben die Traumrealität, wir haben das Mo-Hole. Wir haben einfach alles geschafft. Wir haben das riesige Teleskop auch. Wir haben keine Ressourcenmangel und wenn, dann holen wir uns das schnell. Wie jetzt zum Beispiel. Einfach schnell hier nachholen. Absolut kein Problem. Wir haben drei riesen Biorobotik-Werkstätten, die arbeiten. Und ich würde auch kein Problem sehen, weitere Sachen in Zukunft zu machen. Aber was jetzt kommen würde, wäre einfach nur Grinding, mehr nicht. Also hier wäre es nicht mehr so spannendes, was upala, passieren würde, um es wirklich in einem Let's Play weiterzuführen, weil das Einzige, was auch ist, ein paar Bäume, neue Bäume pflanzen, vielleicht ein, zwei neue Kolonien noch, aber es hat nichts mehr diesen Forscherdrangmäßiges, was wir sonst immer haben. Sonst hatten wir immer einen, wie soll man sagen, gewissen Drang weiterzumachen, weil noch irgendwas gibt. Die 5% hier sind nur eine Frage der Zeit, bis wir die Mission kriegen, dann fliegen wir hin und dann hat sich der Lied. Dann sind 100% Terraforming auch geschafft. Deswegen würde ich sagen, war's das für diese Serie. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei einer der nächsten Serien wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.